Es sind Feinde in eurem Dungeon. Befehligt mich. Durchströmt mich. Na, warte. Es ist Zahltag. Thank you.
Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wie schon beim ersten Stein erwachten auch hier einige Wächter zum Leben, um Talia anzugreifen. In seiner Weisheit hatte das dies vorausahnende Böse natürlich schon vorgesorgt. Na, wollen wir's hoffen. Talia, hör bitte auf mit deinen Taten. Kehre zurück zum Licht. Ich habe mehrere Jahre gebraucht und mehrmals speichern und laden müssen, bevor ich all diese Dämonen verbannt hatte. Vater, ich versuche es, aber das Böse, es ist so stark. Kämpf dagegen an, mein Kind. Vergiss nicht, dass dich dieser Stinkstiefel die letzten Jahre an einem Ort eingesperrt hat, der nicht umsonst ermüdende Bibliothek heißt. Und sein bester Freund ein Zwerg ist, der alle Elfen hasst. Ich weiß, der Erzähler sollte ja eigentlich neutral sein und über der Geschichte schweben. Aber dieser Typ nervt langsam mit seinen Einblendungen, wo er doch hunderte Kilometer entfernt ist. Richtig. Du bist nicht mein Vater. Du hast mich nur ausgenutzt. Du schimpfst dich einen ehrbaren, guten Paladin. Und doch hast du zugelassen, dass man mich verspottet und beleidigt hat. Mit dir bin ich fertig. Nachdem sich Talia wieder auf ihr eigentliches Wesen besonnen hatte, ignorierte sie Thanos und wandte sich wieder den Steinen zu. Hier lang, Hobbitze! Ich meine, böse Kreaturen, folgt mir! Geschafft! Das Siegel ist gebrochen! Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna erobert und das dieses Mal sogar ohne einen ausgedehnten Monolog mit ihrer gespaltenen Persönlichkeit. Also, eigentlich wollte ich gerade etwas... Meine Güte, halt die Klappe! Wo waren wir? Ach ja. Abermals schoss ein riesiger Mana-Strahl in den Himmel und ein Portal öffnete sich. Ob es nun in das Universum der Winchester-Brüder, Buffy, Charmed oder was auch immer führte, es sprangen tötungswillige Dämonen heraus. Wie in guten Spielen üblich, die noch etwas Spielzeit schinden müssen, gab es noch einen dritten Stein, den es zu erobern galt. Sogleich machte sich Talia auf den Weg. Ich bin die Königin des Bösen! Zahltag.
Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. Der dritte Stein von Gehenna war ganz nah. Ein drittes Mal erhoben sich die Wächter, um Talia daran zu hindern, an dem Stein von Gehenna herumzufingern. Wer hätte das gedacht? Talia, ich bitte dich. Schon wieder? Der Typ taucht jetzt schon zum dritten Mal auf. Ist er der verdammte Geist der Weihnacht oder was? Halt endlich die Klappe und lass uns mit dem Spiel weiterkommen. Aber ich... Also jetzt ist aber gut. Die kommt nicht zu dir zurück, alles klar? Schätzungsweise haut sie dir in 15 oder 16 weiteren Missionen ordentlich eins auf die Mütze. Ich bin doch... Mein Gott, du hörst einfach nicht auf, oder? Okay... Talia, dein Job. Halt die Klappe, Thanos! Darf ich auch noch was dazu sagen? Nein! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Endlich! Das letzte Siegel ist gebrochen. Tod dem Guten! Alle Macht dem Bösen! Tatsächlich! Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna eingenommen. Mana in die Höhe, Dämonen aus Portal, bla 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 und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Nun musste nur noch der letzte Stein von Gehenna eingenommen werden. Moment. Sagtest du nicht insgesamt drei Steine? Das waren doch jetzt schon drei. Nein, da täuschst du dich. Nein, ich täusche mich nicht. Du hast gesagt, jedes gute Spiel hat drei Ziele. Ich sagte ja auch, jedes gute Spiel. Okay, dagegen kann ich nichts sagen. Dann eben auf zu Nummer 4. Autsch! Aua!
Es ist Zahltag. Talia, eigentlich sind aller guten Dinge ja drei. Aber nachdem es vier Steine sind, versuche ich noch ein letztes Mal, dich zu Sinnen zu bringen. Bitte, lass ab von deinem Tun und kehre zum Guten zurück. Wir können gemeinsam das Böse ausmerzen. Vater, ich... niemals! Ich werde die Königin des Bösen sein und alles Gute vernichten. Mit diesen Worten sollte alles gesagt sein. Zeit, den letzten Stein einzunehmen. Dummerweise versperrte dieser unansehnliche Steinhaufen den Weg zum vierten Stein und musste erst aus dem Weg geräumt werden. Hier werden wirklich alle Register gezogen, um noch ein bisschen Spielzeit rauszuschinden, nicht wahr? Sehr lobenswert. Dieser Steinhaufen war zäher als gedacht. Und was zum Teufel? Wer hat mich aufgeweckt? Warst du das etwa? Meine Kinder sind alle tot. Dafür wirst du büßen. Ich werde dich zermalmen. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Natürlich hatte das vorausahnende Böse so etwas bereits berücksichtigt und stürzte sich gut vorbereitet in den Kampf, hoffe ich. Und bleib liegen! Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. Thank you.
Mit einem bedrohlichen Knirschen ging das riesige Steinmonster zu Boden. Das Marmorstein- und eisendurchbrechende Böse hatte gesiegt. Aus den Resten würde es sich vielleicht ein neues Bad gestalten lassen. Den vierten Stein einzunehmen war nun babyleicht. So leicht, dass wir es tatsächlich nur in einer kurzen Zwischensequenz abfrühstücken und dir diese nervige Klickarbeit ersparen. Alle Siegel waren nun gebrochen und die Dämonen strotzten vor Tatendrang, um an der Seite des ultimativen Bösen Chaos, Zerstörung und Volksmusik über die Welt zu bringen. Den letzten Punkt habe ich mir vielleicht auch nur ausgedacht. Ganz so böse ist es dann doch nicht. Grimli war nach wie vor auf der Suche nach der Dunkelelfe und dem sie umgebenden Bösen. Dafür hatte die sich gegen ihren Ziehvater Thanos durchgesetzt und dem Guten widerstanden. Doch als später seine Späher zu ihrem Entsetzen die Steine von Gehenna derartig zerstört vorfanden, war die Armee des unscheinbaren Bösen bereits weitergezogen.